So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Conquest. Oh yeah, am letzten Part haben wir Terrera und Illusio eingenommen, beziehungsweise eigentlich nur Terrera und der Typ von Illusio, Kenshin, hat sich direkt an uns angeschlossen. Shingen haben wir auch erhalten. Ich habe offscreen mal wieder ein paar Kriegsherren rekrutiert, nein, eigentlich nur einen, jetzt frage ich mich gerade, wo der ist. Der Typ da mit dem Kirlia ist neu dazugekommen und halt ein paar Krieger, damit diese Königreiche hier nicht so alleine dastehen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich das Maximum erreicht, bis auf da einen kann ich noch haben. Na gut, ich habe Mune Shige hier hingepackt und stattdessen Kunoichi genommen, denn ich glaube nicht, dass mir ein Flug-Pokémon wie Staravia hier allzu hilfreich sein dürfte. Ich meine, da ist zwar einer mit einem Macholo, aber das kriegen wir auch so noch irgendwie down, denke ich mal. Außerdem möchte ich gerne mit Zurokex kämpfen. So, deswegen würde ich eigentlich sagen, ohne große Umschweife, ab nach Cragspur. So, dann schauen wir doch mal. Ich denke mal, das sollte eigentlich auch ganz gut laufen, typmäßig. Die meisten Krieger Cragspur haben nur Stein-Pokémon als Partner. Wasser-, Pflanzen-Pokémon und Kampf-Pokémon sind sehr stark gegen Gesteins-Pokémon. Das ist immer noch so traurig, ne? Gestein, denkt man, die sind voll gut defensiv, aber hat einfach so viele Schwächen. Ja, Feuer- und Käfer-Pokémon sind hier ziemlich nutzlos. Wow, Normal-Pokémon haben auch große Probleme. Also der Dank von Normal-Pokémon. So, wir nehmen trotzdem alle von hier. Läuft schon. Bist du bereit, den Kampf zu gewinnen? Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht mit Zurokex in das Machalo reinlaufe, nicht wahr? Und wieder hat Monochica. Oder hieß er so? Die Namen sind, wie gesagt, für mich sehr schwer zu merken. Aber dafür haben wir was zu melden gehabt. So, sehr schön. Oh, wow. Guckt euch den Typen an. Krass. Du bist also Chris, ja? Der so die ganzen Schlösser am Westen eingenommen hat, ja? Die halbe Ranzer-Region ist also nun deine. Ja, was kommt als nächstes? Zu viel Ambitionen können ziemlich gefährlich sein, weißt du? Das sind keine Ambitionen. Das ist vielleicht das falsche Wort. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich übersetzt. Würde man das alles übersetzen. Still, du. Wow, wie sieht dir denn aus? Wir haben keine Zeit, deinen billigen Ausreden zuzuhören. Ein Schwert oder das ist eine Kette? Ich kann das nicht genau kennen. Oder ein Stock? Ich weiß nicht, auf jeden Fall möchte er mich verprügeln. Auch der hat eine coole Frisur und einen schicken Bart. Stimmt. Ja, ich habe Dinge zu erledigen. Also los. Legen wir los. Los, los, los. Einfach los. Okay, der Typ will direkt zur Sache kommen. Nobunagas. Ah, guck mal, die werden alle als Nobunagas Armee gekennzeichnet. Gut zu wissen. Ich hoffe, die kann ich auch alle rekrutieren, weil ich möchte viel mehr Kriegsherrenleute für meine Truppe haben. Oh, der hat ein richtig cooles Design. Ich liebe das Charakterdesign, muss ich mal nehmen. Das sind ja alle aus Samurai Warriors, die Charaktere. Aber jedes Mal aufs Neue. Übrigens, das Illusio-Schloss, da zu kämpfen, ist ultra nervig. Ich hätte den letzten Kriegsherr da noch rekrutiert, der mir noch fehlt, den aus Chrysalia. Das Problem ist, da war irgendwie ein Sichlor, was mit Furry Cutter einfach mal 3000 Schaden gemacht hat an jedem Pokémon. Und ständig haben sie sich durch die Gegend teleportiert. Boah, ich bin froh, dass ich da nicht hingegangen bin zuerst. Naja, es gibt etwas, das ich beschütze und deswegen kämpfe ich. Also es tut mir leid, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Damit haben wir auch nicht gerechnet. So, was passiert hier? Kann ich den Stein da kaputt machen? Ja, ich kann mein eigenes Pokémon greifen. Aber ich warte mal hier und gucke, ob dann die Steine... Ah, okay. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, da oben schicke ich am besten mal die zwei... Ja, wobei, eigentlich nicht beide, aber du kannst da hin... Wen schicken wir dann noch hin? Oder doch direkt beide Pflanzen-Pokémon? Ich möchte eigentlich nicht... Ich möchte hier, Gerda, wie sagt er dort? Strepoli möchte ich da hinschicken, so. Dann gehe ich mit den anderen mal da. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die Steine hier einfach auf mich losrollen. Warte mal, die können das kann bestimmt sein. Aber nicht, dass die Steine schlagen können. Und dann... Pass auf, dann gehe ich da vielleicht doch mit dem Pokémon noch in die Richtung. Und hier... marschieren wir gen Westen. Gen Osten, meine ich. Verzeihung. So, gucken wir mal. Wahrscheinlich können die wirklich da diese Steine schlagen, denke ich mal. Dann fallen die runter. Würde ich sehr stark vermuten. Keim, die kommen. Und los geht's. Was macht das? Der rollt jetzt runter, oder? Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch, Leute. Gut, dass ich da weggegangen bin. Aber leider habe ich das zu spät gemerkt, denn hier stehen auch noch überall Felsen rum, die ich vorher nicht gesehen habe. Aber gut, jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid. So, die stehen perfekt gerade, dass ich sie direkt mit Rankenhieb erstmal schön verkloppen kann. Und der kommt hier auch wunderbar nah.
Perfekt. So, was machen wir denn hier? Ja, das tut dem Lavita schon mal sehr weh. Ja, guck mal. Können wir das gefährliche Macholo schon mal direkt aus dem Weg räumen. Tatsächlich eines der gefährlichsten hier. Und damit sind die beiden auch instant weg. So, einen Stein, da treffe ich jetzt auch mit, aber der tut mir zum Glück nicht weh. Der fällt nämlich da schön gegen die Wand. Oh, unsere Gegner sind einfach zu stark. Das hast du früh erkannt. Hätten deine Kriegsherren das auch nur mal so schnell gemerkt. So, dann kann ich jetzt aber da lang gehen mit ihm. Ich denke sowieso, dass er mir nicht Schaden zufügen sollte. Na, der kommt leider nicht ran. Schade. Schade aber auch so, dass Onyx. Kommt das an die Felsen ran? Nein, kommt es nicht. Ja, wobei. Na doch, es würde an den Stein sogar rankommen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das nehme ich in Kauf. Und ich will mir ehrlich gesagt nicht entgehen lassen, hier 90 Schaden zu machen. Vielleicht killt es ihn sogar. Leider nicht. Bodyguard als Fähigkeit. So. Das sieht erschreckend gut aus aktuell, möchte ich mal nebenbei anmerken. Wir haben gerade erst angefangen. Was hast du noch zu melden, Typen? Genau, du greifst erstmal mein Pokémon an. Das ist okay. Macht sowieso so gut wie gar keinen Schaden. Macht so gut wie keinen Damage. So, am besten bleibt er da stehen. Und gibt mir... Oh, Critical. Zack, voll auf die Mütze. Einfach so kassiert. Oh, der geht ziemlich weit, der Angriff. Aber Strepulis... Oh nein, zurückgeschreckt. Ich glaube, das war das Zeichen für Zurückschrecken, was wir gerade gesehen haben. Ja, das ist natürlich super ungünstig jetzt. Was, so, das Beste an Kämpfen ist, dass da überall Pokémon sind. Ja, ich mag sowieso mal, wenn ich Pokémon zu sehen bekomme. Okay, ich verstehe mal noch nicht, warum die manchmal random einfach irgendwas sagen, aber... Warum nicht? Lassen wir ihnen diese Freude. So, dann kann ich von hier aus direkt da angreifen und dann müsste er eigentlich schon Geschichte sein. Ja, schön. Ja, wir sollten uns zurückziehen. Ich kann das Onyx bestimmt jetzt mit dem besiegen, oder? Ja, guck mal. Ja, guck mal. Guck mal einer an. Schön. Und das kleine Kiesling da klatschen wir mit Zurokex um. Jawohl. Jawohl. Bam. So. Flüche. Trotzdem ja nicht unbedingt in den Angriff von denen reinkommen. Ich habe mich übrigens entschieden, ich möchte Evoli zu Psyana machen. Nur mal so nebenbei. Kommt er da hoch? Ja, der kommt da hoch. Und der trifft doch noch beide. Ich möchte ehrlich gesagt nicht riskieren, von dem Angriff abzukriegen. Deswegen lasse ich Evoli mal dastehen. Damit er auf jeden Fall nicht beide trifft. Das ist ein bisschen blöd, dass er da mein Pokémon gerade hat zurückschrecken lassen. This Chris is a real thing. Dieser Chris, er ist ja echt krass hier. Da war es wieder, Leute, das Wort. Immer wieder. Wir werden aber uns nicht geschlagen geben. Nicht hier in unserem Königreich. Natürlich nicht. Komm, lass uns das hier fertig machen. Guck mal, er greift sogar mit Evoli an, aber das bringt ihm nicht viel. Die 19 Schaden. Kann ich gut wegstecken. Wow. Critical, aber was für einer. So, aber an den soll ich jetzt rankommen. Jetzt hat er mir den Rücken zugekehrt. Kehre mir niemals den Rücken zu, mein Freund. Genau deswegen. Großer Fehler, wie du hier siehst. Boom. Das war Schaden. Jetzt habe ich nämlich auch... Ich habe ihm zwar jetzt das Item gegeben, aber dafür... verdammt. Ich wollte eigentlich, dass ich ihn jetzt quasi nochmal von hinten treffen kann. Aber wie es aussieht, brauche ich das gar nicht. Nochmal. Super effective. Und damit hätten wir wieder einen Kriegsherr rekrutiert. Ha. Ich kann nichts mehr machen. So, dann kümmern wir uns noch um den hier. Und der sollte eigentlich auch schnell Geschichte sein. Und den killen wir dann aber am besten mit zwei Drohnen. Logischerweise. Denn wir wollen ja auch diese Dame rekrutieren. Wobei die mir irgendwie unsympathisch ist. Ich weiß nicht. So, was macht der jetzt? Wahrscheinlich greift er nochmal mein Evoli an. Und wir fahren von vorne. Ach, die drei, Alter. Das ist eine interessante Attacke irgendwie, finde ich. Dass sie einfach diese fünf bestimmten Felder trifft. Aber, na gut. So, erstmal hier runterklatschen. Boom. So, wie viel Schaden mache ich mit zwei Drohnen? Wie viel Schaden mache ich denn da? 85. Jo, dann würde ich sagen, Rip Kai. Wir sammeln hier noch das Item ein.
Und Tschüssikowski, das war's. Super effective. Einmal mehr. Digga, Pansy. Achso, sie haben Grillmark fertig gemacht. Tja, das ist nicht cool. Und Cracksburg Schloss gehört uns. Konnte uns jetzt nicht so viel entgegenbringen, aber das waren noch die schwächsten von denen, glaube ich. Wir haben oben welche mit einer Stärke von 1700 gesehen. Oh, ja, ein 70er Link brauche ich für Psyana. Das weiß ich noch. Wow, guckt euch das an hier. Guckt euch diesen Stärkegewinn an. Oh nein, ich kann sie nicht rekrutieren. Das ist aber schade. Okay, sie wollen noch nicht. Mist, ich dachte, ich kann sie direkt rekrutieren. Das gilt wahrscheinlich jetzt für alle Nobunagas Armee-Kriegsherren. What the? Nein, wir haben schon wieder verloren. Wieso schon wieder? Und guckt euch mal die Haare. Was zum? Erst Nobunaga und jetzt das. Vielleicht werde ich einfach alt. Okay, sieht so aus, hätte ich keine Wahl. Das Schloss gehört dir, Chris. Ja, aber ich will euch in meiner Gruppe haben. Was willst du tun? Wir gehören zu Nobunagas Armee. Nun unser Schloss weg ist, werden wir zu ihm zurückgehen. Ich mag Nobunaga nicht besonders, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir sehen uns, Chris. Ich hoffe, es kommt der Tag, an dem du stark genug wirst. Oh, wie schade. Das heißt, wir werden jetzt niemanden mehr rekrutieren können. Da muss ich aber extra immer Leute für meine... Oh, Keiji wieder. Was geht ab? Hey, du bist... Wo kommt der nicht immer her? Naja, was geht ab? Wie geht's? Läuft alles gut? Ja, natürlich. Warte mal, irgendwas hat sich verändert. Ja, mein Aussehen. Ah, du hast recht, Lord Chris hat sich transformiert. Das klingt immer noch so komisch. Ich wusste es. Tja, das sind gute Neuigkeiten. Ja, lass mich dir etwas geben zum Feiern. Firestone, Waterstone und Thunderstone. Och, lass mal raten, wofür ich die wohl brauchen könnte, aber möchte ich nicht. Oder möchte ich das? Nee, ich möchte Psyana. Psyana ist cool, habe ich irgendwie voll Bock drauf. Na, wenn du in den Kampf gehst, nachdem du einem bestimmten Pokémon dieses Item gegeben hast, ja, wie dein kleines Evoli zum Beispiel, ja, wirst du etwas ganz Besonderes erleben. Jeder Stein wird ein verschiedenes Resultat hervorrufen. Dein kleines Pokémon wird sich eventuell entwickeln. Denk darüber nach und benutze es weise. Weißt du, du siehst wirklich echt beeindruckt aus hier in letzter Zeit. Ich glaube, du brauchst keine Hilfe mehr von mir. Du kannst immer gerne meine Truppe anschließen, du siehst irgendwie stark aus. Naja, auf jeden Fall, ich verpiss mich mal wieder. Bis auf Wiedersehen, bis dann. Direkt mal speichern hier. Wo geht das nächste hin? Ich denke, ich möchte ins Unlichtreich. Möchte ich das? Guck ich mal. Ja, Terraria steht jetzt natürlich leer. Allerdings hat auch niemand direkten Bezug zur Terraria. Doch, die da unten. Ja, dann greife ich auf jeden Fall die da an. Yaksha. Auch wenn die ja minimal schwächer sind, aber nicht wirklich nennenswert. Nicht nennenswert schwächer, so. Aber da möchte ich natürlich... Und ich gehe die da jetzt nicht rein und greife mich an. Nur mal, weil ich ein bisschen Schiss habe gerade, dass die mich dann vielleicht attackieren oder so. So, schicke ich die mal lieber da rein. Tja, man kann ja nie wissen. So, der dürfte aber jetzt direkt weiter trainieren. Bloß nicht müde werden. Keine müdliche Vorschätzung. Und ihr auch. Das habe ich ganz vergessen einzustellen. Wieder ein bisschen trainieren. Jau. So, da steigern sie alle ein bisschen ihre Stärke weiterhin. Sehr schön. Und haben wir schon eine Random-Armee da oben. Mit einer Stärke von 1000. Das sind einfach nur irgendwelche, ja, Randoms halt. So, Pugidel steht jetzt leer. Aber gut, da muss ich mal gucken. Da werde ich dann noch andere rekrutieren. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die nicht annehmen konnte jetzt also. Was haben wir denn da alles? Alles Unlicht-Pokémon und ein Flug-Pokémon. Also ich nehme auf jeden Fall... Wen nehme ich denn da? Gucken wir mal. Irgendjemand, der da überhaupt keine Chance hätte. Ich will ehrlich gesagt mal das Venoflibus wieder austauschen. Das habe ich ja nur mal gehabt, weil Pomelo von letzter Zeit überhaupt nichts reißen konnte. Aber das hat jetzt schon so viel mehr Link. Ich hätte Knuddeluff. Hätte ich nur Mondstein. Ich kann auch hier nur maximal Link von 58 erreichen. Ne? Das muss ich auch mal irgendwie im Kopf behalten. Ich nehme wieder Pummeluff und hoffe einfach, dass es ein bisschen nachleveln kann jetzt wieder. Weiß nicht. Ich
Ich kämpfe irgendwie lieber mit ihren perfekten Pokémon haben. Ich habe auch hier der Elektro-Trainerin mal wieder ihr Shinux gegeben. Der Shinux ist auch gerade mal noch nicht so auf höchstem Level, sonst würde ich das tatsächlich nicht hier mitnehmen. Überlegen wir doch mal. Habe ich noch irgendwen? Ja, da das Zurokex wäre vielleicht gar nicht mal so nützlich. Staravia könnte hier wieder sehr nützlich sein. Ja, würde ich sagen, schnappe ich mir mal wieder Staravia und tausche ihn aus gegen Zurokex. So. Do. Wunderbar. Und beim Rest. Also mit Strepuli geht der sowieso durch wie Butter. Ich muss ein paar von denen mal offscreen trainieren. Also das Shinux. Ich würde schon gerne das Shinux mitnehmen. Ich bezweifle, dass ich da viel reißen werde. Ich könnte es ja einfach mal risky machen. Wobei ich... vielleicht... Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ich versuche es dann eher so. Naja, ich würde sagen, wir probieren es aus. Und gucken, was dann passiert. Erstmal speichern. Gespeichert. So, dann fordern wir Yaksha zum Kampf heraus und gucken, ob wir Erfolg haben werden. Ich habe gehört, dass viele Krieger hier Unlicht-Pokémon benutzen. Kampf- und Käferattacken, ja, die labert immer das gleiche. Psycho-Pokémon sind hier nutzlos. Und ich denke, es war ja auch nicht nützlich Geist-Pokémon. Wir haben sowieso bisher noch kein einziges Geist-Pokémon rekrutieren können, also passt das schon. Bereit. Ich sehe gerade, ich hätte gar nicht mir die Einheiten extra rüberholen müssen, aber egal. Egal. So, ich denke mal, Strepuli wird hier glänzen, Leute. Wirklich glänzen. Oh, der sieht beeindruckend aus. Der sieht aus wie Zoroark selbst, aber das soll wahrscheinlich auch so sein. Du bist also Chris. Kräftig genug, um gegen Shingen und Kenshin anzutreten, so sagten sie. Ha. Das wird es umso befriedigender machen, dich zu zerstören. Chris. Ja, du bist vielleicht die Quelle großen Chaos, Ranseis. Aber für mich bist du nur eine Quelle der Unterhaltung. Okay. Ich habe das Gefühl, eine Unlicht-Arena könnte auch ziemlich fies sein, ehrlich gesagt. Gucken wir doch mal. Das sieht aber gerade noch relativ normal aus. Kleiner Sumpf in der Mitte. Ja, ist okay. Ich hätte übrigens einen Zoroark. Zoroark sieht ein bisschen komisch aus, der Sprite. Der Kopf ist nämlich riesig. Möchte ich nebenbei mal anmerken. Ich hoffe, du bist bereit für Ed, für keine Ahnung, um ins Krankenhaus zu kommen. Ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Ich werde dir Dinge sehen, die du noch nirgendwo sonst gesehen hast. Das klingt ein bisschen verstörend, aber... Ich kann jetzt auch sehen, oh, was ist das für ein Intro? Ah, der greift alles um sich herum an. Und die meisten anderen können nur... Also, der braucht auch wieder hier Platz zwischen sich und seinen Gegner. So. Wir können alle nicht allzu weit laufen. Also, wenn wir einfach mal hier im Wasser stehen bleiben... Und gucken, was so passiert. Ich habe schon Respekt vor dem Typen hier, muss ich sagen. Irgendwie, der wirkt angsteinflößend. Aber das soll er, denke ich, auch, ne? Man benutzt ja Unlicht-Pokémon. Kann ihm ja nur recht sein. Go. So, mit seinem Ninjas hier überall. Nimm das. Azubat möchte ich aber nicht unbedingt, dass der hier an mein Ephoser brankommt, ehrlich gesagt. Das könnte nämlich schmerzhaft werden. Und zwar relativ schnell. Ne? So, what's next? Ich könnte ja mal gucken, wie viel Schaden ich da oben mache. Bestimmt gar nicht mal so wenig. Oh, doch. Sogar relativ wenig nur. Mit dem? Oh, dem ziemlich viel sogar. Wisst ihr was? Wir ziehen uns noch ein bisschen weiter zurück und lassen die mal kommen. Damit wir dann quasi alle auf einem Fleck sind zum Angreifen.
So. Kommt der ran? Wie viele Felder kann er laufen? 1, 2, 3. 3 Felder nur. 1, 2, 3. Ja, okay, dann kann ich den locker dahin stellen. So, oh Gott, ich hoffe. Okay, doch. So, die müssten dann gleich eigentlich alle gut in Reichweite sein, sodass ich mich hier neu positionieren kann. Und dann in der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir die auch umklatschen können. Ja. Er macht nur so weiter. Kommt immer alle näher. Alle näher kommen. Was macht der jetzt schon wieder? Erstmal seine Reichweite erhöhen. Der kommt aber trotzdem nicht ran. Sage ich jetzt mal. Nee, kommt er nicht. So, der steht schon mal sehr gefährlich da. Was? Roulette? Was? Was ist das denn jetzt? Und einer stirbt oder was? What? Achso, der darf sich Geschenke einsammeln. Ja, kommt der doch wieder raus? Na gut, einer weg vom Fenster erstmal. Kriegen wir den jetzt schnell besiegt? Ich würde ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, dass der hier frei rumläuft. Ich habe gerade nur eine 77%ige Chance zu treffen. Aber Leute, ich würde sagen, das gucken wir erst im nächsten Part. Das war es erstmal für heute mit Pokémon Conquest. Beim nächsten Mal gucken wir, ob wir... Wie heißt der Typ überhaupt? Kotaro besiegt bekommen. Wir dürfen gespannt sein. Bis dahin. Ciao.